Ein jeder von ihnen wollte etwas ganz Besonderes werden, wenn er einmal groß ist. Der erste Baum schaute zu den Sternen auf, die wie Diamanten am Himmelszelt funkelten und sagte, ich wünsche mir, dass aus meinem Holz einmal eine Schatzkiste gemacht wird. Sie soll rundherum mit Gold verziert sein und viele wertvolle Edelsteine aufbewahren. Jeder würde meine Kostbarkeiten bewundern. Der zweite Baum sah den kleinen Bach, der auf seinem Weg zum Meer durch den Wald hindurch plätscherte. Ich möchte über große Wasser fahren und im Dienst mächtiger Könige stehen. Aus meinem Holz soll ein gewaltiges Schiff gebaut werden. Der dritte Baum hatte einen ganz eigenartigen Traum, denn er sah sich als Wegweiser, der den Menschen den Weg zum Himmel weist. Wenn sie zu mir hinaufschauen, werden sie den Himmel sehen und an Gott, den Schöpfer aller Dinge, denken. Darum möchte ich für immer auf diesem Berg stehen bleiben und der größte und schönste Baum werden, das träumte er. Die Jahre vergingen. Auf den Winter folgte der Frühling und nach Regen kam wieder Sonnenschein. Aus den drei kleinen Bäumen waren inzwischen große, stattliche Bäume geworden. Eines Tages kamen drei Holzfäller den Berg hinauf. In der Hand trug jeder von ihnen eine große Axt. Der erste Holzfäller schaute sich den ersten Baum an und sagte, »Was für ein schöner Baum! Den kann ich gut gebrauchen!« Und mit kräftigen Schlägen fällte er den ersten Baum. »Jetzt machen Sie bestimmt eine schöne Schatzkiste aus mir«, freute sich der Baum. Und der zweite Holzfäller schaute sich den zweiten Baum an und meinte dann, »Was für ein starker Baum! Den kann ich gut gebrauchen!« Und mit kräftigen Schlägen fällte er den zweiten Baum. »So, jetzt bauen Sie bestimmt ein gewaltiges Schiff aus mir«, freute sich der zweite Baum. »Dann werden mächtige Könige mit mir über die Weltmeere fahren.« Den dritten Baum sank vor Angst das Herz in die Wurzeln, als der dritte Holzfäller ihn ansah. Er stand gerade hochgewachsen und ragte zum Himmel empor. Doch der Holzfäller schaute nicht einmal hoch und murmelte bloß, »Ich kann jeden Baum gebrauchen.« Und mit kräftigen Schlägen seiner Axt fällte er den dritten Baum. Der erste Baum freute sich, als der Holzfäller ihn zu einem Schreiner brachte. Doch er war sehr enttäuscht. Der einst so schöne Baum wurde nicht mit Gold verziert oder mit Edelsteinen gefüllt. Stattdessen fertigte man aus seinem Holz eine ganz normale Futterkrippe für die Tiere im Stall. Der zweite Baum lächelte zufrieden, als der Holzfäller ihn zu einem Schiffsbauer brachte. Doch auch er wurde enttäuscht. Aus seinem Holz baute man kein stolzes Schiff, sondern nur ein einfaches Fischerboot. Viel zu klein, um über große Flüsse und Meere zu segeln. Als er fertig war, setzte der Schiffsbauer das Boot auf den See aus, wo er von armen Fischern Tag für Tag zum Fischfang genutzt wurde. Und er stinkte gar grässlich nach Fischen. Der dritte Baum war verwirrt, als der Holzfäller ihn in Stücke sägte und die Balken in ein Holzlager brachte. »Ich verstehe das nicht«, jammert der erste so große Baum. »Ich wollte doch so gern auf einem Berg stehen und die Menschen an Gott erinnern.« Die Jahre vergingen, die drei Bäume hatten ihre Hoffnungen aufgegeben und ihre Träume schon fast vergessen. Doch eines Nachts kam ein Mann und eine junge Frau zu dem Stall. Sie gebar ein Kind und legte es in die Futterkrippe, die aus dem ersten Baum gezimmert worden war. »Ich wünschte, ich könnte ihm eine richtige Wiege machen«, seufzte der Mann. Aber die Frau nahm seine Hand und lächelte. Plötzlich hüllte goldenes Sternenlicht den Futtertrog in einen himmlischen Glanz. »Diese Krippe ist doch wunderschön, Josef«,
flüsterte sie. Und da wusste der Baum, dass er den größten Schatz der Welt hütete. Auch der zweite Baum überlebte. Auch der zweite Baum erlebte eine Überraschung. Eines Abends drängten sich ein müder Reisender und seine Begleiter in das alte Fischerboot. Der Reisende schlief sofort ein, während das Schiff hinausfuhr auf den See. Doch plötzlich zog ein gewaltiger Sturm auf. Das kleine Boot schaukelte hin und her. Es war nicht stark genug, so viele Menschen sicher über das Wasser zu tragen. Da erwachte der Mann. Er stand auf, streckte die Hand aus und sagte: Frieden! Und der Sturm legte sich so schnell, wie er gekommen war. Plötzlich wusste der zweite Baum, dass er den König des Himmels und der Erde an Bord trug. An einem Freitagmorgen schreckte der dritte Baum hoch, als ein Balken von dem vergessenen Holzhaufen gezerrt wurde. Jemand trug ihn mitten durch die laute, aufgeregte Menschenmenge einen Hügel hinauf. Dann spürte er, wie Soldaten die Hände und Füße eines Mannes auf ihm festnagelten, und er kam sich niederträchtig und grausam vor. Als drei Tage später, am Sonntagmorgen, die Sonne aufging, wusste der dritte Baum mit einem Mal, dass sein alter Traum in Erfüllung gegangen war. Das Kreuz, das man aus seinem Holz gefertigt hatte, zeigte den Menschen den Weg zu Gott. So gingen die Wünsche der drei Bäume doch noch in Erfüllung. Aus dem ersten Baum war tatsächlich eine wertvolle Schatztruhe geworden, die den größten aller Schätze in sich trug. Gottes Sohn kam als Kind in einer Krippe zur Welt. Der zweite Baum fuhr tatsächlich mit dem mächtigsten aller Könige auf See. Jesus war in einem kleinen Fischerboot, Herr über Wellen und Wind. Und auch der Wunsch des dritten Baumes hatte sich erfüllt. Denn jedes Mal, wenn die Menschen das Kreuz anschauen, erinnern sie sich daran, wie sehr Gott die Menschen liebt. Wie viel besser ist das als die schönste Schatzkiste, das gewaltigste Schiff oder der größte Baum der Welt zu sein. Am Ende bekam jeder Baum, was er sich wünschte, aber auf eine ganz andere Weise, als er es sich in seinem Traum vorgestellt hatte. Erzählt nach einer alten Legende. Und darum so die Weihnachtsgeschichte, so, wir haben unsere Wünsche, unsere Träume. Der eine möchte eine grosse Schatzkiste werden und wird zu einer Krippe. Der andere möchte mächtige Königin übers Meer fahren, wird zu einem stinkenden Fischerboot. Und der dritte möchte ein Wegweiser sein, ein Baum, der über der Erde thront und wird einen dran angenagelt. Und die Wünsche sind ja völlig gegangen, aber die Vorstellungen sind anders. Und oft ist es so, dass wir eigentlich schon den grossen Traum leben von unserem Leben, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Und immer muss man so wie aus einer anderen Perspektive getrauen, drin hineinzuschauen. Und das ist eigentlich das Geheimnis von der Weihnacht. Dass die Realität, wo wir jetzt drin sind, eigentlich der grosse Plan, ist, wo Gott oder wie man will sagen, wo in unserem Leben wirklich ist. Und ich möchte einfach Mut machen, so euer Leben als ein... Wahrscheinlich leben ihr alle, wir leben alle unseren Traum. Und manchmal sind wir noch in der Illusion vom Traum. Und wenn wir die Wirklichkeit annehmen, dann sehen wir plötzlich, ups, vielleicht ist es noch viel wichtiger, wie dass wir denken, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Und da draus dann halt erst im letzten grossen Zusammenhang das Geheimnis verstehen. Ich habe eine coole Weihnachtsgeschichte gefunden. So einfach die Realität, wie sie ist, passt meistens viel besser in ein grosses Ganzes hin. Danke für die Weihnachtsgeschichte, Rainer. Und,